BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Landessprecher Jörg Meuthen geht als Spitzenkandidat der AfD in den Landtagswahlkampf 2016. Das entschied der Landesparteitag in Horb. Die Delegierten beschlossen auch das Landtagswahlprogramm. Darin bringen sie klar zum Ausdruck, dass der Islam für sie nicht zu Deutschland gehört. Gleichzeitig distanzierte sich die Partei ebenso klar vom Rechtsextremismus. Meuthen forderte von den Mitgliedern Maß und Mitte. Gleichzeitig demonstrierte in Horb ein Bündnis von CDU bis Linke für Frieden, Willkommen und Respekt für alle. Nach Polizeiinformationen nahmen 150 Personen an der Demonstration teil. Während die AfD in Umfragen klar über der 5%-Hürde liegt, sind die dort Ausgetretenen um Bernd Lucke mit ihrer Partei Alpha in der medialen Versenkung verschwunden. Wir haben am Wochenende eine Veranstaltung der neuen Partei in Tübingen besucht. Alpha ist noch keine 100 Tage alt und bezeichnet sich selbst als die wählbare Alternative. Gründungsmitglied und Vorsitzender des Landesverbandes Bernd Kölmel hat gestern zur Euro- und Flüchtlingskrise in Tübingen referiert. Der Tenor: Die Regierung unter Merkel hat in beiden Themen versagt. Griechenland ein drittes Mal zu retten sei schizophren, heißt es hier. Das Land könne augenscheinlich nicht mit der starken Währung Euro umgehen. Geht es nach Alpha, muss Griechenland aus der Eurozone ausscheiden. Es gibt verschiedene Leute, allen voran Angela Merkel, die da sagt, nein, wir lassen die Griechen einfach nicht gehen, die müssen da bleiben. Mario Draghi verkämpft sich dafür, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Sie alle haben im Prinzip die Griechen hier in Geiselhaft genommen. Und dann muss aber klar sein für uns in Deutschland, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und müssen dann sagen, gut, wenn die Griechen nicht gehen, dann gehen wir. Wenn Kölmel wir sagt, dann meint er damit Deutschland, bevor die Währung weiter stark beschädigt wird und die Bürger weiter ihr Geld verlieren würden. In Kölmels Augen eingebrockt durch die Parteien, sie sollten keinen Vertrauensbonus mehr bekommen, sagt er. Von daher müssen wir hier relativ schnell eine Maßnahme ergreifen. Und die einzige politische Kraft, die das wirklich seriös und mit Sachverstand voranbringen kann, ist ehrlich gesagt Alpha. Denn alle anderen Parteien weigern sich, das anzuerkennen oder sind ideologisch auch so verblendet, dass die sagen, na, das ist doch alles ganz gut so. Wenn sie zu den Grünen gehen, die finden das klasse. Parallel findet in Horb am Neckar gerade der Landesparteitag der AfD statt. Die Partei, die Bernd Lucke einst aus Unmut über die EU-Rettungspolitik gründete und die nun am Wahlprogramm für die Landtagswahl im März bastelt. Lucke und Kölmel distanzieren sich scharf von der scheinbar immer mehr nach rechts abdriftenden AfD und versuchen mit Alpha nicht als Ein-Themenpartei wahrgenommen zu werden. Und auch Alpha will in den Landtag. Wer nächstes Jahr in das Parlamentsgebäude einziehen will, wird sich unter anderem vor allem an seiner Flüchtlingspolitik messen lassen müssen. Fast jeder zweite Flüchtling kommt nach Deutschland. Dass die BRD so anziehend auf Flüchtlinge wirke, läge aber nicht nur an Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld. Genauso werden diese Menschen angezogen durch diese, ich sag's ganz offen, völlig verkorkste Willkommenskultur, die hier sehr unreflektiert zelebriert wurde, kann man sagen. Inzwischen ebbt es zwar ein bisschen ab, weil man erkennt, es ist ja so gar nicht umsetzbar. Aber ich sage deshalb verkorkst, weil man hierdurch natürlich bei diesen armen Menschen völlig unrealistische Erwartungen geweckt hat. Alpha plädiert für sichere Schutzzonen in den Herkunftsregionen und für eine geregelte Zuwanderungspolitik. Asylmissbrauch solle vorgesorgt werden. Transitzonen groß wie Flughäfen müssten her und eine fähige Verwaltung, die innerhalb von maximal 5 Tagen über das Bleiberecht entscheiden kann und Leute wieder nach Hause schickt, so Kölmel weiter. Menschen aus Kriegsgebieten und politischer Verfolgung Asyl zu gewähren, sei für Alpha allerdings menschliche Pflicht. Deshalb ist es auch absolut unmenschlich, wenn man Asylbewerberheime anzündet, auch wenn da noch niemand drin ist, wenn man vor Asylbewerberheimen demonstriert und diese Menschen verächtlich macht. Das ist alles völlig indiskutabel. Wenn jemand demonstrieren will, dann muss man vor das Innenministerium. Da sitzen nämlich die, die für diese Misere verantwortlich sind. Für Alpha ist klar, die Regierung hat in der Flüchtlingskrise versagt. Hilfe sei richtig, aber Europa braucht Grenzen, so Kölmel.
Auf der einen Seite die Gemeinschaftsschule, auf der anderen Seite das Gymnasium. So sieht das Zwei-Säulen-Modell aus, das Grün-Rot derzeit landesweit einführen will. Doch die FDP im Land fürchtet, dass es dabei nicht bleibt. Das Bekenntnis der Grünen zum Gymnasium sei nur ein taktisches und ein vorübergehendes, sagt der FDP-Fraktionschef im Landtag Hans-Ulrich Rühlke. Ziel bleibe weiterhin trotz gegenteiliger Lippenbekenntnisse das Einheitsschulsystem. Als Beleg dafür sieht die Fraktion den aktuellen Bildungsplan. Viel Ärger hat es um den Bildungsplan schon gegeben. Zuerst legte die damalige Kultusministerin Waminski-Leithäuser einen einheitlichen Bildungsplan für alle Schularten vor. Das sorgte für Proteste. Dann gab es Streit bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um das Thema sexuelle Vielfalt. Grün-Rot musste nachbessern. Jetzt gibt es zwei Bildungspläne, einer für das Gymnasium, einer für alle anderen. Doch die beiden, so die Kritik, seien sich einander zu ähnlich. Wir sehen also eine breit angelegte Strategie, die in die Richtung geht, die Schultypen einander anzugleichen. Und genau das ist es, was wir nicht wollen. Wir wollen ein starkes Gymnasium, wir wollen ein leistungsfähiges Gymnasium, wir wollen auch im Gymnasium ein anderes Profil als in anderen Schultypen. Einer der Hauptkritikpunkte: Grün-Rot will Biologie und Naturphänomene zu einem einzigen Fach BNT zusammenlegen. Das, so die FDP, schade der Qualität der naturwissenschaftlichen Ausbildung. Wir lehnen diese Zwangsfusion BNT entschieden ab, weil wir eben im Interesse eines hohen fachlichen Niveaus die Eigenständigkeit der Fächer Biologie und Naturphänomene erhalten wollen. Auch das Fach Informatik soll aus dem Bildungsplan verbannt werden. An seine Stelle tritt ein Basiskurs Medienbildung, angeschlossen an das Fach Deutsch. Anscheinend, offensichtlich soll es da vor allen Dingen um die Anwendung einschlägiger Programme sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen Medien gehen. Aber für uns beinhaltet Informatik deutlich mehr. Hier sollten eben auch grundlegende Kenntnisse über die Zusammenhänge der Informationstechnik vermittelt werden. Allerdings gibt es auch Vorhaben, die die FDP begrüßt. Beispielsweise die Einführung eines eigenständigen Faches Wirtschaft oder die Wiedereinführung des Faches Musik an den Grundschulen. Generell aber, so die FDP, habe die grün-rote Bildungspolitik das Ziel, dem Gymnasium durch die Hintertür das Wasser abzugraben. Naturschutzminister Alexander Bonde hat in Stetten am Kalten Markt eine Vereinbarung mit dem Verteidigungsministerium und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben geschlossen. Dadurch sollen in Zusammenarbeit zwischen Bund und Land Natur und Landschaft auf den militärisch genutzten Flächen in Baden-Württemberg geschützt werden. Naturschutz und militärische Nutzung schlössen sich nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig, sagte der Staatssekretär im Verteidigungsministerium Markus Grübel aus Anlass des Festaktes der Unterzeichnung. Die militärisch genutzten Flächen gehören zu den Natura 2000-Gebieten. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de